bin Titus Engel, ich bin der Dirigent von der Produktion Der Freischütz. Das Besondere bei der Musik für den Freischütz von Karl Maria von Weber ist, dass er einen unglaublichen Sprung gemacht hat von der klassischen Musik in diese frühromantische. Das heißt, für ihn sind Harmonien und Klangfarben im Orchester etwas, um Emotionen auszulösen. Das ist auch etwas, was Richard Wagner sehr beeinflusst hat, später für zum Beispiel den Fliegenden Holländer. Da gibt es wirklich Passagen, die schon total darauf hindeuten. Und andererseits hat Weber dann einen sehr großen Reichtum an volksliedhaften Melodien. Und dieser Kontrast ist eigentlich, war das Besondere beim Freischütz, ist bis heute das Besondere. Und es war ja ein Riesenerfolg, als es zum ersten Mal aufgeführt wurde. Galt damals sofort als die erste richtige deutsche Oper. Als wir überlegt haben, mit was für einer Besetzung spielen wir das, haben wir gedacht, wir schauen mal, wie wurde das eigentlich bei der Uraufführung gespielt. Und da haben wir gemerkt, dass damals die Hofkapelle in Berlin eigentlich eine ziemlich kleine Streicherbesetzung hatte, die wir auch hier übernommen haben. Also manchmal wird Freischütz auch schon im wirklich großromantischen Orchester gespielt, was dann so fett und schwer wird, während wir eher einen schlanken Ansatz pflegen. Und dafür ist ganz toll, dass wir auch Naturhörner, Naturtrompeten, Naturposaunen haben. Das sind Instrumente, die von der Mensur etwas kleiner sind und dadurch auch nicht so dick, sondern eher knackig und auch mal toll schmettern können. Das kommt der Musik von Weber sehr zugute. Insbesondere im Kosmos von Ännchen, die bei uns mit Rosemarie Haar, die mit einer Sängerin mit sehr viel Lebenserfahrung und unglaublicher Bühnenpräsenz besetzt wurde, eigentlich eine untypische Besetzung, weil normalerweise würde man da ein blutjunges Mädchen nehmen, aber in unserer Inszenierung passt das ganz wunderbar. Nicole Chevalier ist unsere Agathe, eine ganz tolle Sängerin mit unglaublich viel Energie und trotzdem auch Feinheit. Das ist eine sehr schwierige Rolle im Grunde, weil sie diese beiden Sachen vereinen muss. Also eine Leichtigkeit, die Möglichkeit, Piano zu singen und dann aber im entscheidenden Moment auch ganz schön pfeffern zu können. Max singt Rolf Romé, ein Publikumsliebling aus dem Basler Ensemble, mit dem ich auch schon mehrfach gerne zusammengearbeitet habe, der den Max auf sehr eindringliche Weise singt, auch hier wieder zwischen Feinheiten im Gesang und großer Energie. Dann Jochen Schmeckenbecher ist Kaspar, eine besondere Rolle, die bei uns auch wirklich hochkarätig besetzt ist, mit einem großen Sänger, auch mit Erfahrung im Wagner-Fach. Eine komplexe, schwierige Partie, weil der Bösewicht mit relativ traditionellen Mitteln, mit Koloratur-Arien dargestellt wird und trotzdem auch sehr dunkel singen muss, aber eine sehr große Wendigkeit. Ja, die Proben laufen sehr gut. Es ist immer eine tolle Zusammenarbeit mit Christoph Marthaler. Er schafft es, eine unglaublich schöne Probenatmosphäre zu schaffen. Und mit dem Basler Kammerorchester macht es auch großen Spaß. Sie sind unglaublich dabei. Und das ist jetzt nicht ein Operorchester, das schon 20 Mal im Freischütz gespielt hat und genau weiß, ja, so wollen wir es und immer wieder machen, sondern wir gehen da wirklich frisch an die Partitur und mit großer Offenheit auch dem Szenischen gegenüber. Der Freischütz hat Premiere am 15. September auf der großen Bühne. Ich freue mich sehr.